Eine Milliarde Euro an Extrabeiträgen im Jahr 2022 für die deutsche Rentenversicherung. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Vielleicht kennen Sie oder wissen Sie das ja, Sie haben die Möglichkeit, wenn Sie in eine vorgezogene Altersrente mit Abschlägen gehen wollen, können Sie diese Abschläge mit besonderen Beiträgen zum Ausgleich der Rentenminderung entweder vollständig oder teilweise ausgleichen. Hierzu fordern Sie bei Ihrer Rentenversicherung eine sogenannte besondere Rentenauskunft ab. Und dort in dieser Rentenauskunft steht dann der Ausgleichsbetrag drin. Und diesen Ausgleichsbetrag können Sie dann nach den Modalitäten, die in der Rentenauskunft drin steht, dann an die Rentenkasse zahlen. Und genau diese Extrabeiträge sind es, die die deutsche Rentenversicherung jetzt frohlocken lässt. Frau Rosbach freut sich wahrscheinlich in Berlin. Eine Milliarde Euro im Jahr 2022 waren es, die Versicherte in die Rentenkasse eingezahlt haben zum Ausgleich, also diese Sonderbeiträge zum Ausgleich für eine Rentenminderung. Ob man dann, wenn man die Beiträge tatsächlich gezahlt hat, dann in die abschlagsbehaftete Rente gegangen ist oder später in eine abschlagsfreie Rente, das ist noch eine ganz andere Frage. Aber man muss wirklich sagen, eine Milliarde Euro an Sonderbeiträgen oder Extrabeiträgen für diesen Teil der Ausgleichsbeträge, das ist schon eine fulminante Steigerung gegenüber dem Jahr 2021, nämlich um sage und schreibe 45%. Im Jahr 2021 lagen wir bei rund 752 Millionen Euro Sonderbeiträge. Ich habe gerade noch mal in den Rechner reingeguckt und habe das da noch mal abgelesen. Meine Damen und Herren, die Zahl der über 50-Jährigen, die diese Sonderbeiträge oder Extrabeiträge in die Rentenkasse einzahlen, hat zugenommen. Und das ist eigentlich positiv, dass hier im Rahmen der Flexirentengesetzgebung aus dem Jahr 2017 hier die Situation so gesetzlich geregelt worden ist, dass dann ab dem 50. Lebensjahr solche Ausgleichszahlungen vorgenommen werden können. Vorher waren es, also vor 2017, waren es ja konnte man das erst mit dem 55. Lebensjahr machen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.